Vier junge Studenten, Rodolfo, Marcello, Jonar und Colin, leben ein armes, aber glückliches Leben in Paris. Um am Weihnachtsabend wenigstens für kurze Zeit einheizen zu können, verbrennt Rodolfo eines seiner Manuskripte. Immerhin bringt der Musiker Jonar Lebensmittel und Geld nach Hause. Der lästige Hausbesitzer, der die Miete einfordert, wird überlistet und man beschließt, das Café Momus zu besuchen. Nur Rodolfo bleibt zurück, um einen Artikel zu beenden. Da klopft eine junge Frau namens Mimi an die Tür. Sie bittet um Feuer, um ihre erloschene Kerze einzuzünden. Rodolfo und Mimi verlieben sich ineinander. Gemeinsam treffen sie im Café Momus ein und Rodolfo stellt Mimi seinen Freunden vor. Nur der Maler Marcello hat Kummer und sein Kummer hat einen Namen, Musetta. Sie erscheint an der Seite eines alten, aber reichen Herrn, den sie an der Nase herumführt. Marcello und Musetta verlieben sich aufs Neue ineinander. Ein trüber Februarmorgen an einer Zollschranke, die einen Pariser Vorort von der Innenstadt trennt. Arbeiter, Fuhrleute, Milchfrauen werden durchgelassen, ziehen an einer Schenke vorbei. Es ist kalt, Mimi hat Streit mit Rodolfo und erscheint sie zu meiden. Den Grund erzählt der Marcello. Mimi ist todkrank und habe nur noch kurze Zeit zu leben. Und Rodolfo ertrage es nicht, sie leiden zu sehen. Mimi hat versteckt zugehört, sie ist verzweifelt und noch einmal beschwören Rodolfo und Mimi ihre Liebe. Einige Monate sind vergangen, die vier Freunde versuchen, das alte, fröhliche Studentendasein wieder aufleben zu lassen. Doch da bringt Musetta die sterbende Mimi, alle bemühen sich um sie, doch es ist zu spät. Sie stirbt.